Hallo zusammen, hallo. Willkommen zum neuen Video. Ich muss euch sagen, mir ist echt was richtig Beschissenes passiert. Ich habe letztes Jahr meinen Wohnwagen eine Reparatur gehabt mit der Stauklappe. Habe ich bezahlt, was haben wir bezahlt? 400 Euro knapp? Ja, irgendwie sowas. Für eine neue Stauklappe, weil die gebrochen ist. Und ja. Ich zeige euch jetzt mal was. Ja. Mein Mann wieder, ne? Ja, ich habe die Klappe aufgemacht und was ist passiert? Genau. Hat sie gleich wieder kaputt gemacht. Habe ich sie kaputt gemacht und das zeigen wir euch jetzt mal. Und guckt euch mal diese Scheiße an. Wir haben jetzt wieder Kosten von ca. 400 Euro vor uns. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn man das jetzt aufmacht, dass man das nicht so lassen kann. Ihr seht das. Das ist mal eine richtig große Kacke, die ich gebaut habe. Ja, nagelneu und dann wieder so ein Scheiß. Ja. Ja, erst habe ich ja reklamiert, weil wir hatten ja die Stauklappe einbauen lassen durch unseren Campinghändler. Und normalerweise gehört das Ding hier rein und wir haben das hier gesehen. Zack, ja, Einbaufehler, was auch immer. Sagen wir einfach, das war mein Mann. Sagen wir einfach, das war dein Mann, das glaube ich eher nicht. Ja, komm schon. Nee, ich war das andere. Ja. Irgendeiner muss ja schuld sein. Wir haben auf alle Fälle das Nüppelchen gefunden. So, jetzt ist natürlich die Überlegung, sollen wir eine neue Klappe für 400 Euro einbauen? Oder wollen wir wirklich mal was Neues ausprobieren, weil wir haben was richtig Geiles entdeckt. In der Theorie wohlgemerkt. Ja. Mhm. Also wir haben uns da so ein paar Videos angeguckt dazu. Und das stellen wir euch jetzt mal kurz vor. So, und zwar... Wir haben ein richtig geiles Produkt gefunden auf YouTube, rein in der Theorie, wie schon gesagt. Und das heißt? Schwanheimer Industriekleber. Was genau das jetzt ist, also wir waren auch skeptisch. Also ich kenne das vor allen Dingen, wenn ich mit Sekundenkleber arbeite. Glaubt mir Leute, ich habe mich schon so oft die Hände damit verklebt, unter aller Sau. Ich arbeite mit Sekundenkleber ausschließlich und immer nur noch mit Einmalhandschuhen. Aber die Hauptfrage ist ja, kann das wirklich kleben? Bin da wirklich noch skeptisch, aber wir testen das jetzt mal und ihr dürft dabei mal zuschauen. Wir gucken uns als erstes mal das schöne kleine Kästchen, was ja angeblich so viel kann. Ja. Gucken wir uns erst einmal an. Also das ist wohl der Kleber, das nennt sich Aktivator. Das ist der Löser, also wenn man sich dann doch mal die Finger versaut, damit kann man dann angeblich die Finger wieder sauber kriegen. Auch die Klebestellen, wenn man mal was falsch geklebt hat. Das heißt, du oder falsch Kleber damit lösen, ne? Ja, genau. Genau. Und der Primer, wir erklären euch und zeigen euch dann, wie das funktioniert. Dann haben wir so einen Spezialfüllstoff. Das heißt, für Stellen, die gefüllt werden müssen erstmal. Um das natürlich richtig zu kleben, sind wir natürlich erstmal hingegangen, haben diese Stifte hier gezogen. Ja? Und wenn du gerade mal die Klappe hältst, dann erkläre ich das mal kurz, Schatzi. Also nicht dein Mund, sondern diese Klappe. Die kann man einfach hier rausziehen und hat die Klappe in der Hand. Und wir sehen hier das abgebrochene Teil. Und wenn wir es ja richtig kleben wollen, müssen wir das ja auch richtig dran bekommen, also richtig abbekommen, damit wir einen richtigen Kontakt haben. Und das macht man dann mit dem kleinen Schraubenzieher. So, das ist einfach gerade halt mal verkantet. So, und das ist hier das abgebrochene Stück. Und das machen wir jetzt neu. So, da wir ja nicht die Klappe verkratzen wollen, haben wir die jetzt auf die Wiese gelegt. Und ja, wir fangen mal mit dem Stück hier an. Ne? Ja, da kannst du das nämlich jetzt auch richtig, glaube ich, ausrichten. Ne? Andersrum. So rum. So rum. Keine Ahnung. Du musst es einmal hier kleben. Dann drauf, dann den Füller hier drauf und dann den Klebstoff drauf, richtig? Und dann den Klebstoff nochmal drauf, genau. So, also ich habe das Ganze jetzt aufgemacht und ich habe das schon mal getestet. Ich schwöre euch. Klebt das? Ich mache das drauf. Da passiert. Okay. Schon mal meine Hände kleben. Jetzt machen wir schon mal als allererstes den Test, dass ich das wieder abkriege. So, das ist der Löser. Den machen wir dann jetzt mal auf meine Hände. Und? Funktioniert's? Geil. Echt? Ist weg? Das fühlt sich an, als hätte ich mir gerade die Hände eingecremt. Wir haben gesehen, wenn man kleine, größere Flächen hat und klebt die zusammen, wunderbar, das funktioniert. Und aber ebene wenn man, Flächen auch. Und ebene. Und wenn ich mir das hier jetzt angucke, bei der Fläche hier, ich kriege das nicht so hundertprozentig wieder da drauf, egal ob ich das von rechts oder von links mache. Man sieht die gebrochene Stelle, aber ihr seht, wenn ich das so drauf halte, da ist so ein bisschen offen. Das kann nicht funktionieren. Also ich muss mich entscheiden, so rum oder so rum. Ich glaube, das spielt im Endeffekt keine Rolle. So, also ich mache jetzt einfach hier auf die Seite. Ich müsste vielleicht den hier zuerst schon mal aufmachen. Keine Ahnung, wie schnell man hier sein muss.
Es geht wohl darum, dass man den Sauerstoff bei den Druckstellen wegkriegen muss. So, jetzt kommt der spannende Moment. Kleber ist aufgetragen. Jetzt kommt dann dieser, wie nennt sich das, Füllstoff drauf. Machen wir mal drauf. Und es reagiert dann sofort. So, und das würde in meinen Augen ja reichen. Laut Videobeschreibung war das so perfekt. Die Frage, ist es jetzt wirklich schon fest? Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich warte noch eine Minute oder eine halbe oder so. Alter, leck mich am Arsch. Ist das echt? Das klebt ja mal da. Das ist ja Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Aber ein Sekundenkleber, der wäre immer noch nicht so weit. Ne? Hättest du noch 20 Minuten halten können oder hätte eh nicht gehalten. Ich mach noch die Seiten. Und das Schöne ist, ihr könnt es ja auch abschleifen. Boah, ist das fest. Bombig. Ja, Wahnsinn. So. Boah. Also. Alter. Echt? Ja, so. Nächstes. Nächste Baustelle. Und die ist größer. Ja. Es sind ja auch glatte Flächen, die ist jetzt nicht uneben irgendwie. Nee, die ist wirklich, die ist in Ordnung. So. So. Das heißt, ich mache das ganze Spielchen jetzt wieder, dass es auf jeden Fall passt. Wische außenrum ab, weil ich ja zuerst das Pulver drauf machen muss. Dann legen wir es ab. Wir legen es ab. Und machen dieses Pulver. Pulverisieren das Ganze dann. Denkt dran, nur ein Tipp an euch, geht mit dem Pulver über den Kleber, weil sonst ist nämlich das Pulver zu. Ja, da ich aber eine ordentliche Stelle haben möchte und das nicht so dick haben möchte, schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Ne? So, jetzt Klebstoff drauf. Das wird reichen, meinen Augen. Ich finde, das sieht jetzt schon schön aus. Ne? Der Kleber nicht. So. Ah, ich muss die Flasche hochhalten. Lässt sich echt präzise mitarbeiten, dieser Spitze. Ne? Man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, muss ich sagen. So, und jetzt wegblasen den Rest. Genau. Dann warten wir jetzt einfach mal so eine halbe Minute, würde ich sagen, um es zu testen, ob es wirklich fest ist. Mach mal mein Pulverchen wieder zu. Ich meine, es ist halt zum Unterschied. Man sieht, hier ist ein ganzes Teil. Also man sieht schon, dass da natürlich was repariert worden ist, ist klar. Aber es sind 400 Euro Kosten, die wir gespart haben durch den Einbau. Wenn wir es jetzt durch eine Firma machen lassen, wohlgemerkt. Ne? Fest? Nein. Nee, da kann ich so. Guck mal. Wow. Das ist fest. Das ist wirklich fest. Ach, das ist der Hammer. Alter, ist das fest. So, wenn ich da jetzt noch mit einem ganz, ganz feinen Schmirgelpapierchen drüber gehe. Nehmen oder so. Was ist nochmal drüber gehen vielleicht? Ja, dann machen wir das doch mal. Eins hier, was ich ja eigentlich schleifen muss, sind ja diese Ränder von dem... Jetzt müssen wir natürlich die Klappe auch wieder einbauen. Ja, ganz klar. Dazu müssen wir dann die Stifte reinmachen. Da haben wir hier einen Stift. Kommt hier rein. Zack, einmal. Dann mache ich die andere Seite hier drüben. So, geht eigentlich ganz einfach. Und die Mitte. So, ist jetzt fest. Ne? Klappe hängt wieder unten. Ich gehe jetzt trotzdem hin mit dem Schraubenzieher und versuche das noch ein bisschen näher dran zu drücken. Man weiß ja nie. Zack. So, geile ist, wir haben jetzt repariert. Ja? Das heißt, Schließmechanismus hier funktioniert wieder. Das Ding ist bombenfest. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ja? Unser Scharnier hier unten. Gut, man sieht, dass es repariert worden ist, ja, aber Leute, wir haben uns damit einen Arsch voll Geld gespart. Wirklich. Und ich finde, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Das sieht aus wie Schmodder. Wie Dreck. Also von daher, das hat unser Wohnwagen jede Menge. Ja. So, wo wir schon gerade bei dem Löser sind, angeblich macht er auch Flecken raus. Wir haben uns jetzt mal von unserem alten Teppich, viele von euch wissen das, wir haben jetzt einen neuen Teppich drin und ich wollte jetzt nicht gerade auf den neuen Teppich testen. Oh. Wenn das nicht funktioniert, wäre ein bisschen doof. Wir haben mal ein altes Stück Teppich genommen und wir malen da jetzt mal mit einem Edding drauf. So. Alter, mach's nicht so dick. Und ich glaube, ich brauche euch keinem von euch zu erklären, das wird kein Schwein mehr rauskriegen. Nun wollen wir mal gucken, ob das mit dem Löser wirklich funktioniert. Ob der echt das bringt, was auch in dem Herstellervideo gezeigt wird.
Ah, mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Nee. Also du hast jetzt einen schön eingefärbten Teppich, das ist schwarz, ne? Ja. Gut, es geht weg, musste man die andere Seite nutzen, keine Ahnung. Aber ein Fleck ist immer noch da. Gut, der Fleck geht vielleicht raus, aber dafür hast du eine neue Farbe generiert. So sehe ich das jetzt. Ja, das heißt im Herstellervideo auch, der muss farbecht sein, der Teppich. Also so ein 0815 Billigteppich, da klappt es dann vielleicht nicht. Aber das ich meine, 0815 Billigteppich. Ja, genau. Aber im Normalfall muss ich ja wirklich sagen, malt sich ja keiner so einen dicken, fetten Fleck auf seinen Teppich. Vielleicht bei kleinen Kindern. Ja, gut, okay. Wie es wirklich mit jedem Putzen, wo ich das 1, 2, 3, 4, 5 Mal gemacht habe, wurde es weniger. Und ich muss wirklich sagen, es funktioniert. Es funktioniert. Wenn ich jetzt lange genug schruppe und mache und tue, wird das wirklich von Mal zu Mal weniger. Und am Ende bin ich dann wirklich, habe ich einen sauberen Teppich, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter schruppe oder vielleicht noch mal was drauf mache. Das mache ich jetzt nicht, verschwende das Zeug nicht. Aber ihr seht, es würde funktionieren. So, wir haben natürlich noch ein Problem jetzt hier drin. Jeder kennt's, wir haben Scharniere und da dreht die Schraube hohl. Ne? Ich kann die jetzt da reindrehen, ich kann drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und ich drehe immer noch und das Ding ist immer noch locker. Und dafür haben die natürlich jetzt auch was in diesem Set und das werden wir jetzt auch mal gleich ausprobieren. So, jetzt testen wir dann mal diesen Industriekit. Also, der ist für diese, wenn jetzt eine Spax-Schraube, so wie wir es haben, für diese Scharniere gedacht, ne, dass du dann ein neues Gewinde reinmachen könntest. Ne? Ja. Und wie kriegst du das in das kleine Loch? Der geht wie Knete. So, jetzt sieht man, dass das mehrere Komponenten da drin sind. Okay, das verstehe ich auch. Und jetzt soll ich daraus eine Masse bappen. Mhm. Hey, das ist wie früher im Kindergarten, da hat man auch geknetet. Ja. So. Was man dazu allerdings sagen muss, wenn man das jetzt in das Loch reinstopft, muss es 2 Stunden aushärten. Also da ist man jetzt ein bisschen länger beschäftigt damit. Ja, so, wir gehen dann jetzt mal hin und tun mal unsere Löcher stopfen. Ich muss das irgendwie in die Löcher. Also ich filme jetzt gerade blind. Wenn er es nicht ganz so sieht, tut mir das wirklich leid. Und versuche jetzt die Löcher damit wirklich zu stopfen. Wie lässt es verarbeiten da drin? Schlecht, weil die Löcher sehr klein sind. Sehr, sehr klein sind. Aber es geht irgendwie. Oh, also, ihr habt gesehen, wie viel ich davon abgemacht habe. Und jetzt habe ich noch so viel übrig. So, wir haben noch ein paar Löcher. Nee, Scherz. Kann ich natürlich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ja, aber mein Mann zeigt euch mal, die Löcher sind jetzt alle dicht. Hoffen wir doch mal. Und jetzt gehen wir mal hin, weil wir die Dinger ja wieder reindrehen wollen, alle. Da muss natürlich vorher Öl drum. Das ist jetzt eine schöne Schweinerei, muss ich sagen. Das ist jetzt eine Livio-Werbung. Ja, genau. Na, gut, so. Ich habe jetzt Öl da drum. Das ist halt wirklich dafür, das haben wir auch in diesem Herstellervideo gesehen, dass wenn ich jetzt ein neues Gewinde mache und mache kein Öl da drum, dann hängt mir irgendwann meine Schraube da drin, ich kriege nie wieder raus. Wer das möchte, kann das gerne auch machen, aber ich würde das vielleicht dann unter Umständen schon gerne nochmal rausmachen. Ich habe das jetzt benetzt in das erste Loch. Das funktioniert? Reindrehen funktioniert. Und die bleibt auch drin, ne? Einmal. Und so machst du es halt jetzt auch mit den anderen 3 Schrauben. Genau. Und so, ich habe es vollbracht. Ich habe jetzt 4 Schrauben drin. Guckt euch mal meine Hände an. Also ich denke, Öl haben wir auch genug drauf gemacht. Denkt einfach mal, es wäre Babyöl. Ja, schön matschig. Und so sieht das Ganze dann aus. Und in 2 Stunden werden wir dann diesen Schrank, also diese Tür montieren, ne? Ja, dann werden wir mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Im Übrigen, diese Scharniere gibt es auch bei Amazon. Das sind nämlich welche mit Softgloss. Die kann man ganz einfach austauschen. Ne? Haben wir ganz auch genau, gemacht. Das haben wir auch gemacht, weil dieses Knallen, das hat uns dann doch etwas gestört. Fest, weiter geht nicht. Und ihr seht selber vielleicht, fest. Und letzte Schraube. Die war ja auch lose. Fest? Wahnsinn. Ja. Würdest du bitte meinen Wohnwagen ganz lassen, du reißt es. Ja, also erfüllt seinen Zweck, ne? Muss ich also sagen. Test bestanden, ne? Muss man sagen. Ja. Respekt. So, wir haben es jetzt getestet. Vielmehr, du hast ja die Praxis gemacht. Mhm. Und das Produkt ist wirklich
ich kann es nur empfehlen. Sau also wirklich geil. Saugeil, wirklich. Wir blenden euch jetzt mal hier unten den Link ein. Wir haben das bei selva.de nämlich gesehen. Schwanheimer Industriekleberset. Ja. Ist nicht ganz günstig, müssen wir sagen. Nee, aber ist jeden Cent wert. Ja. Wirklich. Also, weil es ja wirklich nicht einfach nur ein Kleber ist, für jetzt irgendeine Kleinigkeit zu kleben, sondern man auch, wie ihr gesehen habt, Teppichrest, also Dreck rauskriegt aus dem Teppich zum Beispiel und man Glas kleben kann. Und schaut euch mal das Video von... Das wir dann später dann hier oben drüber einfach noch so einblenden werden. Da könnt ihr dann direkt auf die Herstellerseite kommen. Genau. Von Schwanheimer. Und da wird halt das erklärt, was wir jetzt nicht getestet haben, aber wenn das auch nur ansatzweise so funktioniert, dann ist es tipptopp. Also ich war am Anfang wirklich sowas von skeptisch, gerade dieses Plastikteil, das da drin rumlag von der Klappe. Scheiße, das kriegen wir nie fest. Ey, das ist Wahnsinn. Das ist totaler Wahnsinn. Es klappt wirklich tipptopp. Also ich kann es echt nur empfehlen für alles, nicht nur für den Wohnwagen, auch für den Haushaltsbereich. Mhm. Also wenn euch da irgendwas abbricht, kaputt geht oder in den Klamotten, das seht ihr auch in dem Herstellervideo, wenn ihr Flecken in den Klamotten habt, das wird dann wohl auch funktionieren, so wie beim Teppich jetzt. Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir am Wohnwagen... Ja. Kosten gespart haben. Ich brauche keine neue Stauklappe für 400 Euro. Ja, ja, wir haben die Scharniere das Scharnier gemacht, wieder gemacht, wie ihr gesehen habt. Das funktioniert alles und muss ich wirklich sagen. Ich kann es wirklich bedenkenlos empfehlen. Herzlichen Dank an die Firma selva.de, dass wir dieses tolle Produkt, wo wir es auch erworben haben, mal testen konnten. Wir können wirklich nur sagen, dieses Schwanheimer Industriekleberset, ja, ich zeige euch das nochmal kurz hier. Das ist also wirklich der Wahnsinn, ist jeden Cent wert. Vielleicht findet ihr auch noch ein paar andere tolle, nützliche Gadgets für den Wohnwagen oder für den Hausgebrauch bei selva.de. Ich bin jetzt total zufrieden. Mein Wohnwagen ist repariert. Ich habe jetzt bestimmt 500 Euro gespart. Und ja, meine Frau ist glücklich über ihre. Ja, darüber, dass jetzt endlich die Klappe von den Klamotten wieder fest ist und ich nicht jedes Mal, wenn mein Mann seinen Schrank aufmacht, Angst haben muss, dass, oder wer auch immer das Zeug da reinräumt, die Klappe runterkommt, weil die Schrauben nicht richtig fest sind. Ich hatte immer ein bisschen Panik. Ja, also, muss ich sagen, Daumen hoch. Wirklich? Super. Und das war's schon wieder. Ich hoffe, das Video war so ein bisschen aufschlussreich für euch und wir haben euch das wirklich... ein bisschen näher bringen können, weil auch wir hätten es niemals gekauft, sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich nicht dieses Video gesehen. Mhm. Ja, aber wir waren trotzdem skeptisch, aber ja, das ist meine bei vielen Dingen, aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, all das, wo wir es jetzt für benutzt haben, hat es absolut gestimmt. Also das Herstellervideo sagt scheinbar die Wahrheit. Ja, also wirklich toll. Und das war's jetzt schon wieder. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr. Ja, und wenn irgendeiner von euch das vielleicht mal testet, schreibt uns das mal unten in die Kommentare rein, wie es bei euch war. Richtig. Und in diesem Sinne sagen wir ciao, tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal.